Heile, Heilechen, mein Name ist Toxic und dies ist das Let's Play Pokémon Smaragd Grünerweiß Razlock Challenge. Wir sind im Team Aquas Versteck. Im Aqua Hideot, wie es hier auch steht. Ich weiß jetzt noch nicht, welcher der richtige Weg ist, aber ich will erstmal die falschen nehmen. Ich will ja alles hier sehen und ein bisschen hier die Trainingsmöglichkeiten nutzen. Nestball gefunden. Okay, das hätte ich auch lassen können. So. Noch kurz Update zu meinem neuen Mikro. Das kriege ich nicht Mittwoch, sondern... Also, nicht. Warte, was haben wir jetzt? Also, ich habe es gestern gekriegt. Also heute, wie ich aufnehme, also gestern, wie ich es hochlade. What the fuck? Am Donnerstag werde ich mir das Mikro holen, das heißt Freitag oder Samstag kommen die ersten Aufnahmen mit Mikro. Freut euch! So. Schade. Ja, an manchen Abfalleimern ist Überreste. Doppelkampf. Ich glaube, ich werde jetzt einfach nur hier durchgehen und wenn ich den Typen finde, dann ist Ende und wenn nicht, dann ist weitersuchen bis Ende. Zwei Team Arkma. Team Arkma. What the fuck? Ach, schlaber ich. Team Aquarüpel. Die haben dann so Feuer-Wasser-Pokémon. Sehr berühmt in der dritten Gen. What the fuck? Ich glaube auch scheiße. Geil. Das hat ja fast nichts abgezogen. Und das aufgerundet. Perfekt. Das Super ist auch down. Beach Boy und Wally. Beide ein paar Level. Schön. So. Guck mal, was wir hier so. Hier. Der hat sich umgedreht. Okay, wir sind jetzt durch. Hier ist irgendwo noch Meisterball, aber den brauche ich nicht. Das ist ja sowieso ein Naslock. Bah. Kannst du deine Wampe mal einstecken, Junge? Junge! Nicht cool. Rock Smash. Vermutet, dass er irgendwie Swagger machen will. Jetzt aber sowieso erstmal auswechseln, weil zwei Drops kann ich nicht Speed und Attack. Kann mein Ding jetzt ja gar nicht mehr. Ich hätte Schlurf reinwechseln müssen. Es war predicted, aber bin einfach ein bisschen doof. So, Quick Attack. Probieren wir mal. Okay, nicht, aber Wally hat eine sehr gute Verteidigung. Oh, nee. Da ist eigentlich egal, Quick Attack ist Priority 1. Nachher. Wenn es denn treffen würde. Kann das überhaupt eine Attacke? Kannst du auch angreifen, Wally? Du bringst dich gleich selber um. What? Und ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. Oh mein Gott, ich sollte irgendwas daran ändern. What the fuck, Wally? Das Ding kann ich angreifen. Geil. Ist mir jetzt egal. Jetzt mache ich Strange. Schade, ich dachte, das macht Swagger. Hätte wenigstens etwas gebracht. Oh, kann doch noch Swagger machen. Das wollte mich wahrscheinlich rausroaren. Golbat. Ich schmeiß einfach mal Wally rein, heile Wally, aber weil es ja dumm ist und sich 20.000 Mal selbst verwirrt, ohne anzugreifen. Weil das ist ja... Weil angreifen ist ja zu Mainstream. Wally, der Hipster, braucht sowas nicht. Wenn du jetzt nicht triffst, wechsle ich dich sofort aus. Sowieso nicht so viel Schaden. Sorry, Wally. Schlabber. Also echt mit so einem Team. Ich habe ja keinen wirklichen Typ. Also keinen Typ, der wirklich was reißen kann. Ich habe normal, Flug, okay, vielleicht Flug Psycho, Unlicht und Boden. Boden könnte das jetzt was machen, aber Beach Boy ist nicht gerade das Bodenviech, was hier so den Damage raus. Und ich glaube, mein Mikrofon war die ganze Zeit falsch. Ich hoffe, jetzt besser. So, vielleicht. Jetzt, vielleicht. Ja, der ist jetzt weg und du bist für immer da gefangen. Super. So macht man das.
Ist egal, dann habe ich ja keinen Meisterball, bla bla. So, Water ist deeply blue. Dann können wir... Das war noch keine neue Route. Man sieht's, das war noch keine. Den haben wir schon letzten Part gesehen. Den Latios. Ab hier ist eine neue Route. So, ich nehme jetzt extra sogar eine tolle Angel. Habe ich gar nicht. Ich habe nur die... Ich habe nur eine Angel. Auswerfen. Ja, leck mich doch. Bitte, 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 bitte. Okay, ganz ruhig, damit kann man was machen. Vergift es nicht. Okay. Mit einem Seepferd könnte man schon was machen. Das entwickelt sich zu Seemon und vielleicht... Ein Smokescreen und schon trifft Beach Boy gar nichts mehr. Egal, ich werfe jetzt einen Ball. Einen Great Ball. Wunderschön. So. Keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach meinen Mon, weil Seemon das entwickelt. Das wird ein Seemon, da bin ich schwer überzeugt von. Gucken wir uns mal unser Mon an. So, Move Pokémon. Wo ist Mon? Mon, wo ist Mon? Ach, what the fuck, das ist im Team. Fail. So, einmal ablegen, wieder mitnehmen. Summary. Raises Speed in Rain. Okay, könnte ein besseres Wesen sein. So schlecht ist das gar nicht. Daraus kann man was machen. Daraus kann man echt was machen. Vor allem dem Ding kann ich Surfer beibringen. Dann hat das noch einen weiteren Special Attack Move. Habe ich EP-Teller, den könnte ich dem dann nämlich jetzt mitgeben. XP Share. Perfekt. Give. Mon. Und ich könnte auch mal heilen gehen. Das wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ich sag jetzt einfach, ich habe um... Ja, dann angefangen. Das heißt noch 4 Minütchen. Wenn wir jetzt 11 Minuten haben, schreibe ich unter... Nenne ich den Part, ich bin ein... Gott ohne Uhr. Der Gott ohne Uhr. So wird der Part dann heißen. Aber nur wenn es jetzt 11 Minuten sind, also vor 10 Sekunden oder so. Ich nehme das nicht so ernst jetzt. Das ist jetzt 10.134 Sekunden waren, seitdem ich das gesagt habe. So, jetzt cleanen wir hier die Wasserroute. Erster Doppelkampf, geil. Ich glaube, ich kann hier mit Wally und Mystique eigentlich gut was machen. Ich warte noch extra, bis es sich dreht und dann... What the fuck? Gyarados? Gyarados? Future Side? Es sieht 40 HP ab, oder? Exakt. Fly? Wie viel Schaden macht das? Geil. Ne, ich wechsle auf Wally, weil das Ding jetzt wird weiter fuchteln und Wally überlebt. Fuchteln ohne Schwierigkeit. Faint Attack. Auf das gerade, dass es wird. Oh doch, tatsächlich. Ist gar nicht. Nom Nom? Ne, ich nenne das Nom Nom wahrscheinlich die ganze Zeit. Oh, hallo Isabel, das ist mir scheißegal. Ich habe nur nach den Speeden Frame Drops. Das ist hart. Wow. Lol. So, jetzt habe ich wieder ganz normale Frames.
Dann wechseln wir mal Wally nach vorne, weil Mystique ist jetzt schon angehauen wie shit. Ein Kappalore, slow di collo. So, Wally zurück. So. I can serve you as a pilot. As your pilot. Ist mir egal. Ein Tenter schwul. Das Gefängnis-Attacken wird ins Gesicht. Ja, ein Drittel ist gut, vor allem wenn mir das nur 2 HP abzieht. Tja, hier nichts zu befürchten. Oh, da kann ich auch ruhig was saufen dabei. Also, Wasser. Yeah. So cool bin ich. Wunderbare Wasserquelle in einer Flasche verpackt, kohlensäurerisiert und dann in den Magen. So habe ich mein Wasser, gerne. Ah, okay, einen machen wir noch, da ist eine Tauchstelle, wir haben aber noch keinen Tauchmann. Ludicolo. Einen Trainer machen wir noch, hier auf dem Wasserweg. Ich glaube sowieso, ich habe hier unten irgendwo einen verpasst, als ich hier gerade straight on durchgegangen bin. Den Doppelkampf mache ich. Das ist ein guter Abschluss. Aber erstmal Mystique noch 2 Super Potions geben. Und dann Wally noch ein. Und damit das Ende. Roy. Don't cry when you lose. Das sollte ich ja zu dir sagen. Ich sollte mich erstmal um das Lampi kümmern. Perfekt. Okay, den Screech kannst du nicht drauf schulen. Ich habe eine harte Defensive. Von daher wirst du da nicht viel dran ändern können. Und es ist not very effective, aber es ist Mystique. Von daher kannst du da machen, was du willst. Kanivana ist zwar uneffektiv, aber durch einen Quick Attack und einen Pack gehst du weg. Bam. Yeah. So, damit haben wir die beiden Schwimmer auch besiegt. Und kriegen noch die Nummer von dem kleinen Pedo. Von dem kleinen Möchtegern Pedo. Dann das Ludicolo. Da flüchten wir jetzt noch. Wie echte Trainer. Und dann ist der Part auch zu Ende. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play. Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge mit eurem Toxic. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Zeit für Tabi Winkerwink. Nein.